Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören eine Sonderdurchsage der Polizei. Das Bundeskriminalamt gibt Ihnen Gelegenheit, Gespräche der an den Morden in Köln und der Entführung des Dr. Schleyer beteiligten Terroristen zu hören und bittet um Ihre Unterstützung. Hören Sie sich bitte die jetzt folgenden Stimmen in Ruhe an und achten Sie besonders auf die Eigenarten des Tonfalls, der Ausdrucksweise und der Sprache. Aufzeichnung 1. Was ist jetzt zurück sein? Können Sie vielleicht etwas ausrichten? Ich möchte eben gerne eine Mitteilung des Kommandos Dienstes machen. Ich werde in ungefähr einer Stunde noch mal an. Ich bin der Stimme. Aufzeichnung 2. Die Regierung ist heute Morgen an Herrn Pajot abgegangen und hat folgende Wortlaut. Er wird Ihnen doch schon nicht zugehen. Aufzeichnung 3. Hallo, wir sprechen das bitte. Wir sind leider eben unterbrochen worden. Sie hatten den Text jetzt nicht richtig. Und das werden Sie zu gegebenen Zeit erfahren. Das ist unterschrieben mit Kommando Victor Tauschner und kriegt dann 12.1977. Dazu ist dann noch eine Bemerkung zu machen. Das wäre für Sie interessant. Und das wäre dann auch alle, die Sie beendet. Seems so comfortable, too. I didn't realize it. Guess I might as well do my makeup. In case we get out of this thing, I want to look good for those pictures. It's my only claim to fame thus far. Yeah, this may be your only contribution to being alive. Think anyone's worried about you? Fame thus far. Yeah, this may be your only contribution to being alive. Think anyone's worried about you? Think
anyone's worried about you? Ende der Durchsage. No sacrifice!